Du sagst, du hättest den Patch nicht geladen. Warum? Warum nicht? Warum nicht? Mehr Brust. Nee, die haben sie bestimmt rausgenommen. Wir spielen ungepatcht. Wir spielen ungepatcht. Oh Gott, Team Ninja Logoi. Aber das ist ein Spiel, das kannst du ohne Bier, glaube ich, nicht ertragen. Achso, ich wollte gerade sagen, das kann ich. Ich würde mich verarschen. Oh, das müssen wir laufen lassen. Das müssen wir laufen lassen. Ja, das müssen wir laufen lassen. Für diese ganzen notgeilen Nerds da draußen, die sich jetzt an diesen wabbelnden Möpsen total aufgeilen. Ei. Hat schon so ein bisschen Softporno-Charakter das Spiel. Ich fand damals ganz lustig, bei der Xbox 1-Version gab es tausende von Nude-Patches für die gecrackte Xbox und so weiter. Wo man dann irgendwie, ja, ne? Also ohne Bikini. Ja. Ja. Trotzdem, Videospiel charaktermäßig, ich kann es nur wiederholen. Mai aus King of Fighters. Da kommt nichts ran. Da ist das ein Witz gegen. Alter, beleidigst du hier die Dead or Alive Polygon-Möpse? Ja. Guck mal, wie sie sich abspritzen. Es ist so ein Grottenspiel. Das ist das Schlimmste. Wobei die Idee ist ja nicht doof, ne? Weil Dead or Alive hat ja so viele Mädels. Daraus einfach so eine Beach-Volleyball-Geschichte zu machen, weil... Und es ist übrigens scheiße schwer, in diesem Spiel Achievements zu bekommen. Da habe ich keine Ahnung von. Ich habe echt mal eine Zeit lang versucht, die Achievements zu bekommen. Das hat mich... Kriegst du den Ball? Oh nein, oh. Sie hat sich nass gemacht. Du kennst das Intro gerade auch auswendig, ne? Natürlich. Kannst du mir eigentlich mal sagen, wo diese Insel liegt? Also in echt? Und gucken, ob ich Urlaub machen kann. Das konnte ich gerade anhand der Anordnung der Palmen leider nicht erkennen. Okay. Wenn wir es nochmal gucken, könnte ich es dir vielleicht sagen. Hm. Du kannst dir das Video nochmal angucken, kannst es dir angucken. Weil, also, das ist, ich glaube... Sie mochte ich. Ayane. Ayane ist auch digital gesehen schnuppig. Das ist aber auch so die einzige aus Dead or Alive, die ich mochte. Nicht nur wegen den Vorbau-Huben. Vorzügen. Oder sie? Das hast du doch jetzt auch nur gesagt, wie der Quatsch. Ich habe das Gefühl, also ich weiß ja nicht, aber ich glaube, die Entwickler wollten diese Perspektiven einbauen. Ich glaube. Du, ganz ehrlich, sonst hätten sie sowas nicht eingebaut. Was? Wäre das nicht Absicht gewesen? Was? Das. Das ist Zufall. Das ist Zufall. Und sie hat so die Kamera halt rübergeschwenkt. Ganz zufällig, während sie da so die Brüste in die Kamera hält, dachte ich die Kamera, oh, ich geh mal an. Das ist so. Guck mal, 2 Sekunden Video, hier hupen, fertig. So, guck mal, so, das haben wir das Intro, jetzt können wir ja mal so eine... Hast du gehört? Ja. Gut. So heißt das Spiel. Ach ja. Kostbare Erinnerung. Kostbare Erinnerung, das ist ja Quatsch. Mich verwirrt gerade was. Was denn? Du glaubst es nicht, aber das hatten mehr Spieler, aber nicht lokal. Cool. Dann spiel eine Runde. Ja, ich glaube, wir gucken uns mal so ein bisschen Möpse dann an. Gut. Digital. Es lädt. Siehst du, wie das T springt? Ja. Es lädt. Das hat, gerade mal ganz ernsthaft. Ja. Es hat keinen lokalen Multiplayer. Ja, bei online. Ganz ehrlich, das Spiel will doch nur dazu anregen, dass du dir dazu einen runterholst. Was? Wenn du's nicht... Du hast zu viel gesoffen, glaube ich, mittlerweile. Das ist doch ein bisschen viel gewesen, vielleicht. Wenn du es nicht mit einer anderen Person im selben Raum spielen kannst, sollst du es alleine spielen. Weißt du, ich fand ja schon die Kinder schlimm, die sich irgendwie bei WoW, wenn die Nachtelfe tanzt, irgendwie einwählen. Aber du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du das Intro läuft und dann hängst du da... So, Entschuldigung, ich wollte jetzt irgendwas machen. Genau, ich wollte noch eine Volleyball spielen. Ich weiß gar nicht mehr, worum es in diesem Spiel ging. Das regt deutlich eher dazu an, sich einen von der Palme zu wehen, als WoW. Ja, gut, das ist aber trotzdem... Also... Ich will darüber jetzt nicht diskutieren. Das finde ich jetzt sehr unmoralisch. Du möchtest gerade nur davon ablenken. Klappe, ich spiele jetzt Volleyball. Okay, los geht's. Ich habe voll den scheiß Bikini. Und das Spiel nicht mehr flüssig läuft, oder? Okay, also A ist hier rüberpritschen, wie auch immer. 1-0, hast du gesehen? Großartig gespielt von dir. Auch gut, auch gut. Hab
habe sie umgenockt. Hast du es gesehen? Dann kommen wir hier nochmal Replay, damit wir schön die Möpse und Co. sehen. Du Möpse. Das ist gerade eher so hinter. Komm gleich. Zack, hast du es gesehen? Sie umgenietet, ey. Sehr. Oh, du bist die Beste. Das ist ja unglaublich hier. Brauchen wir nicht so viel Blech. Nagel sie so ab. Oh, ist das Blech. Oh. Also diese KI, ne? Wobei du in diesem Spiel auch auf die Schmetterbälle nicht wirklich reagieren konntest. Wobei es jetzt auch... Oh. Blöd ist, bei so einem Spiel... Konnte ich nicht reagieren auf den Schmetterball? Hast du nicht gesehen? Nicht wirklich. Hallo! Ja, du hast es jetzt gemacht. Ist ja gut. Wobei bei so einem Spiel wirklich irgendwie auf die Physik oder irgendwas einzugehen, das ist ziemlich zweitrangig. Doch, es hat Brustphysik. Ja. Wobble-Physik. Die Wobble-Physik ist aber auch das Einzige, was zählt. Sind wir mal ehrlich. Oh, das war jetzt perfekt. 4 zu 2 hier, ey. Das läuft. Entschuldigung, das war nix. Das war gar nix. Ja. Also, wer sich das Spiel für was anderes gekauft hat, als ein paar Hupen beim Wobbeln zuzusehen, der hat eh was falsch gemacht. Ja, sicherlich. Oh, fuck. Schau doch mal auf. Yes. Super. Gehen wir einfach wirklich so ein bisschen auf das Spiel ein. Also die Grafik. Es hat akzeptable Wassergrafik im Hintergrund. Und Möpse. Und Möpse. Und es hat Bäume, also okay. Palmen und Möpse. Der Sand ist ein bisschen schwach. Aber die Möpse sind in Echtzeit gerendert. Die Möpse sind dafür natürlich wieder gut. Und man kann mit der Kamera drehen, jetzt kann ich. Scheiße. Ja, aber sie ist uninteressant. Ich hätte gerne die andere gehabt. Ja, stimmt. Aber es gibt ja hier zum Glück auch so sinnvolle Aktivitäten. Kannst du sie nicht neu einkleiden? Nein, aber ich kann jetzt einfach sagen, wir entspannen. Wir entspannen. Und das Entspannen ist ja in diesem Spiel wunderbar. Denn jetzt dürfen wir hier einen Fotoapparat in die Hand nehmen. Let me stay here just a bit longer. Oh, das war nicht gut. Das war beschissen. Kann ich nochmal ranzoomen? Mal irgendwie zoomen. Wieso nicht? Ah. Man soll ja nicht sagen, ich würde mich spannen oder so, ne? Aber muss nur die Kamera. Ey, das ist unglaublich. Falsche Seite. Nein. Ja, da. Ah. Wie kann ich die Kamera. Nein! Ja, also auf jeden Fall, die cremen sich auch gegenseitig ein, wenn einen das irgendwie in irgendwas interessiert. Ich weiß gar nicht, wo da jetzt das Gameplay-Element gerade drin war, außer zu trainieren, wie man halt Voyeur werden kann. Wir sollten langsam zurückgehen. Okay. Jetzt kann ich hier halt. Sehr gut. Warum habe ich eigentlich hier auf Englisch? Das ist doch total blöd. Wenn, dann würde ich das schon mal auf Japanisch haben. Oh, ein Geschenk. Geh ins Casino, kann man Casino spielen, also Blackjack und Poker. Warte mal ganz kurz. Sieh deine Sammlung an. Genau, wir haben ein Geschenk gekriegt. Titan? Das ist ein Badeanzug. Achso, stimmt, mein Badeanzug. Also zwar Gegenstände. Ich hab doch irgendwo gerade dieses Scheiß. Gib mir mal das Geschenk. Ach, scheiße. Geh zu Bett. Okay. Wir müssen jetzt hier noch einmal ganz kurz in den Shop gucken. Und dann müssen wir ja noch. Es gibt hier noch das Pogepöbel oder sowas. Und woran ich mich noch erinnere, es gab auch noch das Jetski-Spiel. Nein. Das gab's nicht. War das? Nein, das Jetski gab's nicht. Doch, das gab es. Nein, das war anscheinend drin, aber das ist eine Lüge. Wir können aber ganz kurz. Ist der Shop? Ja, Sport. Ah, das ist Sport. So, machen wir mal rein. Ich glaube, ich kann mir nichts leisten. Aber du konntest es dir angucken. Aber nicht am Charakter. Weißt du? Nur so. Aber hier gab es auch so. Doch, wir können uns was leisten. 323. Oh nee, das sind ja. Also. Wobei. Guck mal, da sind sogar die Nippel schon dran am Badeanzug. Großartig. Geh mal hoch. Wir kommen doch gleich wieder oben an. Wir sind schon oben wieder. Den zum Beispiel kannst du dir noch leisten. Den hier? Den. Wie sieht denn der von vorne aus? Wasserfahrzeuge brauchen wir nicht. Verschiedene.
Die kann man sich auch Sachen kaufen, womit man dann auch, genau, Kameras und so weiter, wo man dann mehr Möglichkeiten hat. Das braucht hat. Keiner. Nee. Badeanzüge. Ja, eben. So, welchen meinst du, diesen hier? Nee, den Nymph. Und das Tolle ist ja, jeden Tag gibt es andere. Yeah! Badeanzüge, Bitches! So. Und, ja. Wie gesagt, Accessoires brauchen wir nicht. Wurscht. Hier, jetzt machen wir Pool, machen wir hier, Pogelpöbel. Pogelpöbel. Das habe ich bis heute nicht verstanden, das Spiel. Soundtrack! Soundtrack! Schrecklich. Doch, ist ein schreckliches so. Oh, das ist eigentlich, es gibt nur zwei Tasten, Angriff und Verteidigung. Nein, du versagst kläglich. Ich weiß gerade nicht, wo der... Großartig. Ich wusste nicht, wo der Ablock-Knopf ist. Sag mal, Kai, hüpfen eigentlich Brüste in echt auch so auf und ab? Muss ich dir das jetzt wirklich erklären? Erkläre mir das mit Bienen und Blumen. Nee, lass es. Nee, lass mal. Komm, wir können noch ihr Poolhobby. Ich bin immer noch für das Jetski-Spiel. Ja, das machen wir auch noch. Wir haben doch nur noch zwei Minispiele. Oder noch drei, aber die anderen kann ich nicht zeigen, weil ich habe nicht zwei gespielt. Aber Poolhobby erstmal. Poolhobby war sogar total doof. Da wollte ich, glaube ich, nur den A-Knopf. Ganz ehrlich, dass du alleine schon weißt, wie das Spiel funktioniert, ist schrecklich. Ich glaube. So, einmal A. A kurz, A lang, A kurz, A lang, A lang, A lang, A lang, A lang, A kurz, A lang, A kurz, A lang, A lang, Bitches! Du bist schrecklich. Guck dir mal, wie die wackeln. Was irgendwie so, was ich verpasst. Dass du allein weißt, wie die ganzen Minispiele funktionieren. Das war geraten. Ja, natürlich. Also ich hätte das, also das war sowas von geraten. Wie viel Zeit hast du in das Spiel investiert? Viel zu viel. So, würdest du würdest hier nochmal Tau ziehen, bevor wir Jetski machen? Lass uns mal Tau ziehen. Wo ist diese Insel denn nochmal? Das weiß immer noch keiner. Das würde mich nochmal interessieren. Also wenn irgendjemand weiß, wo diese Insel ist, schreibt es bitte in den Kommentaren. Und schickt ein Flugticket zu Nico. Genau, bitte schön. So. Über dasselbe Prinzip wie beim Pogel. Voll abwehren. Kann das nicht. Jawoll! Oh. Hab ich den nass gemacht, die Schlampe. Ja, voll! Spannend, oder? Das ist unglaublich. Jawoll! Guck mal, haben wir sogar gewonnen mal. Voll. Du musst dir eigentlich mal echt den neuen Badeanzug geben. Ja, jetzt darf sie sich umziehen, jetzt darf sie sich nackig machen oder umziehen. Aus Jugendschutzgründen müssen wir das, dürfen wir das nicht zeigen. Was? Es wird eh nicht gezeigt. Es wird nämlich schon dunkel. So, also ziehen wir uns hier mal um. Ja, mach das so. Oh, noch ein Geschenk. Ja, wisst ihr, wie man so. Geh deine Sammelfrüchte. Hier kann ich auf jeden Fall mir den Badeanzug anziehen. Nimm. Hier in der Sammlung, hä? So. Keine Ahnung. Achso, dann muss ich. Ach, nee. Geh erstmal schlafen. Ist eigentlich. Na gut, ist ja wurscht. Schlafen? Ja, ich gehe doch schon zu Bett, Ei. Ja, das ist doch der Befehl gewesen. Warum ich das auf Englisch habe? Ich glaube, weil ich es nicht umgestellt habe. Eigentlich hat es nämlich die japanische Sprachausgabe. Und wenn schon Dead or Alive, dann bitte. Alright, let's get this day started. Hast du gehört? Ja, sowas von. Second World Trade. Ja. Oh Gott. Der Jetski-Dingen. Ich weiß, was mich erwartet. Das ist das Schlimmste von allem. Ich weiß, was mich erwartet. Das ist gut.
Nee, das ist richtig. Also das Jetski. Ich habe damals, als ich das wirklich gekauft habe, habe ich mir so gedacht, cool, so Wave Race mäßig. War's nicht. Du hast dir das gekauft und hattest Hoffnung in das Spiel. Das ist schon das erste Problem. Hallo Möpche, Wubbel, Wubbel. Ah, ich geh mit Aga. So, na, dann leg mal los. Bin noch voll dabei, Alter. Oh, man kann sogar Möpse von vorne kommen. Oh, Möpse! Du stehst halt gerade nicht gut. Oh, das sagst du. Du bist Letzte. Ich kann boosten. Boah. Und dann kann ich das Auto, sage ich schon, das Jetski nicht mehr kontrollieren. Du bist wieder Letzte. Jetzt bist du Zweite. Alter, ich sehe das. Ja, leg los, du gewinnst so nicht. Da vorne ist das Ziel schon. Hau deinen Turbo rein, einen, den du noch hast. Den musst du erstmal aufladen. Und ja, jetzt hast du verloren. Aber $72.000 haben wir da alles für gekriegt. Mensch. Ich würde mal kurz fahren, ne? Also das muss, da musst du lang für arbeiten für die Kohle. So, okay. So, ich wollte mal zu sagen, zum Abschluss gucken wir doch einmal Möpse. Oh, Möpse. Wo machen wir das denn mal? Oh, jetzt gibt auch dieses Flaggenspiel. Das ist das Bekloppteste von allen. Und jetzt, wo kann das gehen? Müssen wir, glaube ich, für den Strand gehen. Könntest du? Genau, Strandflagge mit Kasumi spielen. Könnt ich was? Dir nicht auch das Geschenk jetzt geben, was du bekommen hast? Klar, kriegst du gleich einen Badeanzug von mir. So, ich mache erstmal hier, das ist ja hier Hämmer. Guck mal, bei Kasumi, das sieht komisch aus. Als hätte sie da kleine Männchen drin. Da hat er sie. Da hat sie die Stange. Wobbel, wobbel. Ich wobbel. Wobbel die, wobbel die, wobbel die. So, haben wir den hier noch? Achso, wir sollen dir das Geschenk noch geben. Ja. Ich würde jetzt gerne entspannt freundlich sein. Sei mal freundlich. Nein, ich will entspannen. Sei freundlich. Nein, scheiß drauf. Wobei, hier hatten wir schon mal. Nein, ich wish I could just stop time right now. Wups! Kann ich nicht. Ach nee, ich hab kein Fotoapparat. Da wackeln die Hupen. Mensch! Ich weiß gar nicht. Also, ich meine, ich hab das ja von kritisiert, aber grundsätzlich, ihr sagt doch jetzt nur ein, wedel dir was von der Palme im Modus. Natürlich. Für die armen Pubertären in kleinen. Also gibt's. Also, vor allem. Das, bitte! Ich meine, die Ansicht. Aber ich finde, das ist eigentlich das perfekte Bild, um zu beenden, oder? Damit gehen wir raus. Damit gehen wir raus. Damit gehen wir raus. Du musst aber nochmal freundlich sein. Okay, dann bin ich nochmal. Aber ich muss jetzt schlafen gehen. Es wird nämlich schon dunkel. Dann sei gleich nochmal freundlich. Okay, und ich würde sagen, mit dem freundlich sein würden wir dann aufhören. Freundlich sein mit Huhn. Wir kriegen noch ein Geschenk schon wieder. Wer ist eigentlich Zack? Das ist der einzige. Der glückliche. Einzige Mann und dem gehört die Insel. Der darf die alle durchnageln. Bis zum Morgengrauen. Das ist der Typ, mit dem du gespielt hast. Dieser. Der ganz schnell getreten hat. Mit den komischen Haaren. Okay. Der nagelt dir auch jeden Tag. Der hat, glaube ich, ein gutes Leben. Ja, wenn ich mal wüsste, wie. Ich meine, es heißt ja auch New Zack Island. Ja, deswegen. Das ist. Ja, wenn ich mal spoilern darf, im ersten Teil, da war es nachher, wenn man es durchgespielt hat, wurde die alte Zack Island leider gesprengt, weil da unten eine Bombe war. Das hat man zu spät dann entdeckt. Das ist übrigens kein Scheiß. Und deswegen ist das New Zack Island, weil er hat eine neue gemacht. Ah. Das klingt aber total. Aber das ist auch mal geklärt. Das klingt total logisch. Kann ich hier nur entspannen. Also irgendwie Wasserrutsche benutzen. Oh, die Wasserrutsche, die hatten wir auch nicht. Ja, die hatten wir auch noch nicht. Guck mal nochmal Wasserrutschen hier. Großartig. Die kann ich aber nicht fotografieren. Ich kann nur bei diesen einen Modus da fotografieren. Ach du Scheiße, das ist ja hier sogar. Minispiel. Oh, jetzt geht's rund hier. Wobei ich diese 80 Kilometer. Oh, 80 km/h. Weißt du, was für ein Schreck? Ich hab, das ist doch nicht sicher, diese Rutsche. Das wird doch nie durch den TÜV gehen. Guck mal, gibt sogar eine Kamera. Tot ist sie. Aus. Sie ist tot. Die wurde jetzt unten vom Baumstamm aufgespießt und kamen ein paar Flamingos und haben den Rest aufgenagt. Jetzt sieht man sie wieder im neuen Mortal Kombat, ja?
Ja. Die ist dann so eine, die schon. Und die Tomaten sind auch verdorben. Immer schlimmer wird's. Reiß die Pechschräde nicht ab. Ja, das hab ich, ne? Geht aber an. Strandlage hatten wir schon, hab ich verkackt. Hier können wir auch nochmal Strandlage. Radio, Regal, Pool haben wir schon. Ein Geschenk geben. Ja, gut, dann gehen wir hier nochmal an. Poolzeit. Hm. Achso, nee, hier darf ich nur generell gucken. Etwas aus. Cool. Möps. Wobei diese Ladebildschirme das ein runterholen halt schon ein bisschen schwer machen, ne? Darüber mag ich nicht philosophieren. Ich hab kein Foto aber rein, Mul. Oh doch! So. Idee. Nein! Scheiße, ich komm da nicht hin. Fuck! Naja. Reicht das jetzt? Das reicht. Gut. Haben wir genug Material zum. Ich beende das Video. Oh! Besser! Das ist doch nur dieselbe Aussicht. Geh mal da raus. Ich glaube, jetzt können wir wieder das eine, was wir noch machen wollten. Nein, ich will nicht. Alter, ich wollte das Video beenden. Scheiß drauf. Was ist denn jetzt mit dir los? Mehr Möpse. Nein. Was tust du? Ja, ich bin im Falschen. Verlass den Pool wieder. Ja. Oh, oh. So. Hier könnten wir gucken. Nee, das war das nicht, oder? Geschenk geben. Doch, ein Geschenk, ja? Nee, ich will das Geschenk nicht. Ich will, Kann ich aber nicht. Hier, vielleicht? Da. Ich will freundlich sein. Kann man nicht machen. Freundlich sein ist vorbei. Gut, das war's mit Freundlichkeit, ja? Ja. Dann machen wir mal Möpse. Bitte schön. Kriegst du nochmal zum Abschluss. Mehr Möpse. Time flies so quickly. Oh ja. Da. Perfekt. Ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie ich. Ich muss. Schön, dass man die Fotos auch natürlich auch alle speichern kann. So. Hast du ein paar abschließende Worte? Ich finde diese Hundestellung. Was bitte? Ja, ich finde die Kamera schlimm. Fuck. Das ist alles, was dir dazu einfällt. Ja, wir beenden das Video jetzt. Gut.